Stromausfall im Triebwerk. Energieteller abtauschen und die Zündquelle zu starten. Warnung, Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Zündsequenz eingeleitet. Bitte warten. Isaac, es ist geschafft. Die Shimura bewegt sich. Hätte jemand die Triebwerke ganz gelassen, hätten wir uns das sparen können. Du hast uns genügend Zeit verschafft. Der Autopilot fliegt uns in eine geostationäre Umlauf. Warte, du fliegst uns durch die Abbautrümmer? Dafür haben wir das Asteroidenabwehrsystem. Aber das AAS ist offline. Ich habe die Systemanzeigen hier. Hammond, die Shimura ist ganz schön ramponiert. Es fehlt nicht mehr viel und sie ist hinüber. Scheiße. Daniels, gib mir alle Daten, die du hast. Ich versuche, den Kurs anzupassen. Nimm die Monorail vom Maschinenraum aus. Triff mich auf der Brücke. Ich hebe die Abriegelung auf. Wir müssen zusammenarbeiten.
Orakel. Isaac, ich sehe mir gerade die Kanonen an. Die sind im Arsch. Ich brauche Hilfe. Ich will die Ishimura nicht verlieren. Nicht jetzt. Der Ishimura Hammond oder den Marker? Du meinst dieses Artefakt? Hör auf, uns zu verarschen. Die CEC wusste die ganze Zeit von dem Marker, nicht wahr? Deshalb bist du doch hier. Der Konzern nutzt die Ishimura nicht für illegalen Abbau. Aber außerirdische Technologie? Ja, das passt. Und der Verlust meines Teams. Wie passt der zu dieser Theorie? Hey, Schluss mit dem Scheiß. Wir sind mitten im Trümmerfeld. Wir holen das AAS zusammen zurück oder es ist vorbei. Treffen wir uns in der Captain's Kabine. Daniels? Schön. Aber ich werde die Schiffsberichte prüfen. Ich will antworten. Halte das Gewehr in Reichweite. Was ist das? Der, der mich angegriffen hat. Ich konnte ihn hier einsperren. Sein Gesicht. Bilde ich mir das ein? Das ist Chen? Du kannst ihm nicht helfen, Hammond. Ja. Ich sollte. Was soll's? Gestartet. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Und Johnston auch. Wenigstens wurde sie nicht zum Monster. Wir kriegen das hin, Hammond. Für sie. Ja. Na los, die AAS-Kanonen. Ich kann diese Position eine Weile halten, wenn keine Asteroiden mehr einschlagen.
Hier. Die Stromzufuhr zum AAS ist defekt. Die Verwaltungssysteme sind nicht ausgelastet. Wir können den Strom von dort umleiten. Ich müsste die Verteilerkästen neu verkabeln, aber wir hätten die Kanonen zurück. Gut. Isaac, was Daniels gesagt hat. Ich weiß nichts über illegalen Abbau oder den Marker. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Tja, Hammond, ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CC wusste von dem Marker. Das Unternehmen vielleicht. Aber sowas ist jenseits meiner Gehaltsklasse. Wir kümmern uns später darum. Du musst erst zu den Verteilerkästen. Im Sicherheitsraum schaltest du die Aufzüge im Atrium ein. Dann hast du Zugriff. Ich habe eine Schlüsselkarte der CC gefunden. Ich erweitere deine Freigabe. Deine hast du schon erweitert? Ja, für alle Fälle. Und Isaac, ich habe da oben was gehört. Etwas Großes. Pass auf dich auf. Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen. Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verräterischen Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh mein Gott, er ist... Sie... Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht, wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security!
Vakuum. Isaac, da ist eine elektrische Störung auf dem Boden vor dir. 60 Jahre alte Decksverkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hinhältst. Bestätigt.